Hi, gestern haben wir uns mit der Frage beschäftigt, was ist denn Open Source gemäß der Definition der Open Source Initiative? Und wir haben uns über Urheberrecht unterhalten, über Copyright, über Public Domain und wir kamen zu dem Punkt des Public Domain, also im Grunde genommen auf alle seine eigenen Rechte zu verzichten, auf das Copyright zu verzichten, dass das quasi der einfachste Weg ist, Open Source zu machen, aber dass man üblicherweise eine Lizenz wählen wird. Und jetzt gibt es natürlich unglaublich viele Lizenzen, aus denen man wählen kann, aber man kann diese Lizenzen letzten Endes im Grunde genommen alle in zwei Kategorien einteilen. Und zwar die sogenannten freizügigen Lizenzen und die Copyleft-Lizenzen. Über den Begriff Copyleft haben wir ja am Montag schon gesprochen. Der Begriff Copyleft besagte, dass wenn ich an einer Open Source Software, die eben unter einer Lizenz steht, die Copyleft fordert, dass wenn ich diesen Code erweitere oder wenn ich ihn verändere, dass das dann wieder unter der ursprünglichen Lizenz erfolgen muss. Und die bekannteste Copyleft-Lizenz ist die GNU General Public License, also die GPL, die von der Free Software Foundation geschaffen wurde. Inzwischen liegt da Version 3 vor, also man spricht dann landläufig von der GPL V3. Und was die GPL erlaubt, ist wenig überraschend. Sie kommt von der FSF, also von der Free Software Foundation. Sie war die erste Lizenz für freie Software überhaupt. Insofern spiegelt sie eben diese vier Freiheiten wider, die die Free Software Foundation für freie Software definiert hat. Nämlich, dass man die Software ausführen darf, dass man den Code lesen darf, dass man den Code kopieren darf und dass man den Code eben modifizieren darf. Und der wichtigste Punkt dabei ist aber, dass die GPL eben eine Copyleft-Lizenz ist. Das heißt, abgeleitete Werke müssen ihrerseits wiederum unter der GPL stehen. Und das Interessante dabei ist, dass das nicht, und das ist ganz, ganz wichtig, das zu betonen, das verbietet nicht die kommerzielle Nutzung von GPL-Software. Das fordert lediglich, dass das Ergebnis wieder unter GPL stehen muss. Das ist allerdings der Punkt, warum das Ganze natürlich für die meisten Unternehmen uninteressant ist, GPL-lizenzierte Software einzusetzen, weil das Geschäftsmodell der meisten Unternehmen natürlich nun mal darauf basiert, Closed-Source-Software, also proprietäre Software zu verkaufen. Und das ist eben genau das, was die GPL sozusagen unterbindet. Und damit wird es natürlich schwer, mit GPL-lizenzierter Software ein Geschäftsmodell aufzubauen, was auf dem Verkauf oder der Vermietung von Software basiert. Findige Leute haben ein Schlupfloch gefunden, das sogenannte GPL-Loophole. Wenn man nämlich GPL-lizenzierte Software über das Netzwerk als einen Dienst anbietet, also quasi in einem Software-as-a-Service-Modell, dann findet der Zugriff darauf ja über das Netzwerk statt. Und das ist dann gemäß der Auslegung der GPL keine Distribution. Und damit kann man die GPL umgehen. Damit muss man nämlich den Quellcode nicht zur Verfügung stellen, weil das ja nur gilt, wenn man den Code sozusagen kopiert, wenn man ihn weitergibt. Aber in dem Moment, wo das Ganze nur ein Netzwerkzugriff ist, ist das keine Weitergabe mehr. Und um diese Lücke zu schließen, gibt es aufbauend auf der GPL eine weitere Lizenz, nämlich die sogenannte Affero GPL, kurz die AGPL. Auch die liegt in Version 3 vor. Und die schließt eben diese Lücke, weil die eben Netzwerkzugriff explizit mit einschließt. Und das heißt, wenn man so will, wenn man jetzt auch mal sagt, okay, Open Source oder freie Software, da geht es ja erstmal um ein gewisses ethisch-moralisches Konstrukt dahinter, um gewisse Intentionen, die man damit verfolgt. Und wenn man das Ganze eben möglichst wasserdicht haben will, dann ist die AGPL in diesem Sinne sozusagen die ehrlichste Open Source Lizenz, denn sie erzwingt, dass wenn jemand von Open Source profitiert, dass man dann eben auch wieder Open Source machen muss. Und das trägt eben dazu bei, die Open Source Gemeinschaft oder die Gemeinschaft von freier Software insgesamt voranzutreiben. Es gibt, um die GPL und die AGPL noch abzurunden, es gibt noch die LGPL, das ist die Lesser General Public License. Die macht einen Unterschied zwischen der Modifikation, da gilt nämlich das Copyleft, und der Verwendung, da gilt das Copyleft nicht. Das heißt, ich kann unter LGPL lizenzierte Bibliotheken verwenden und das Ganze unter eine andere Lizenz stellen. Damit ist die kommerzielle Nutzung von LGPL-Code in der Regel unproblematisch. Aber wenn ich an der Bibliothek eben weiterentwickle, dann muss ich das eben wieder sozusagen unter die LGPL stellen, muss ich den Quellcode wieder zugänglich machen. Das heißt, Weiterentwicklung, Änderungen an der Bibliothek, die kommen wieder allen zugute, aber ich kann eben abgeleitete Werke darauf erstellen, für die das nicht gilt. Spannende Frage ist dann, was gilt als abgeleitetes Werk, was gilt als Modifikation? Auch darüber kann man sich sehr, sehr lange unterhalten. Die zweite Art von Lizenzen neben den Copyleft-Lizenzen sind die freizügigen Lizenzen.
Die unterscheiden sich dadurch, dass sie eben kein Copyleft haben. Die bekanntesten Beispiele hier sind die MIT-Lizenz und die BSD-Lizenz. Und wichtig ist hier, dass die abgeleiteten Werke in der Regel unter anderen Lizenzen stehen können. Und diese anderen Lizenzen können eben auch restriktiver sein, inklusive Lizenzen, die für proprietäre Software gedacht sind. Insofern sind MIT, BSD und Co. sehr, sehr unternehmensfreundlich. Und darüber kann man nun natürlich geteilter Meinung sein. Denn sie fördern ja Open Source in gewissem Sinne nicht, weil sie ja erstmal nur sozusagen bewirken, dass Unternehmen sich etwas nehmen können, darauf aufbauen können, Geschäfte machen können, Geld verdienen können, was an sich ja auch nicht verwerflich ist, aber sie müssen eben nichts zurückgeben. Und damit wird das Ganze eben sehr, sehr einseitig. Und das ist natürlich für große Konzerne kein Problem, Open Source Software zu entwickeln, die unter der MIT oder der BSD oder einer äquivalenten Lizenz steht, weil die unter Umständen ja gar nicht davon leben, dass sie sozusagen mit Software Geld verdienen oder sie verdienen mit anderen Dingen Geld sozusagen, und für die ist das erstmal kein Problem, aber für kleinere Anbieter kann das eben durchaus schwierig sein. Und wenn man sehr viel Zeit und vor allem, also wenn man Arbeit und vor allem eben auch Zeit in Open Source investiert und dann jemand anderes das Ganze kommerziell sozusagen ausschlachtet und nutzt und damit sehr viel Geld verdient, Millionen oder Milliarden, und man selber sieht davon eben nichts, dann ist das erstmal eine sehr fragwürdige Situation. Und genau das vermeidet man eben mit einer Copyleft-Lizenz. Ich hatte eben gesagt, die AGPL ist die viel ehrlichere Open-Source-Lizenz, weil da geht es eben um das Fördern der Gemeinschaft. Und bei MIT, BSD und Co. geht es unterm Strich häufig einfach nur um kostenlose Software. Und das hat natürlich mit diesem Kerngedanken von freier Software, frei nicht im Sinne von Freibier, sondern frei im Sinne von freie Meinung, freie Rede, eben gar nichts mehr zu tun. Welche Lizenz man jetzt nehmen soll für Open Source Software, das ist also eine wichtige Frage, und das war natürlich auch für uns in der Vergangenheit mehrfach schon eine wichtige Frage, und wir haben an der Stelle für uns quasi eine Grundregel aufgestellt: Wenn wir einzelne kleine Module entwickeln, die sozusagen einzelne Bausteine nur sind, dann lizenzieren wir die unter MIT. Wenn wir aber große Sachen entwickeln, wenn wir große Software entwickeln und das Open Source sein soll, dann stellen wir die unter die AGPL, eben weil einfach die Überlegung dahinter steckt, wir möchten gerne etwas dazu beitragen, die Welt etwas besser zu machen. Und wenn wir das machen, dann möchten wir eben auch, dass die Verwender unserer Software das eben auch machen. Und das ist ja völlig legitim, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, es ist ja völlig legitim, wenn Verwender von Open Source Software das nicht wollen, weil das Ganze zum Beispiel in kommerzielle Software fließen soll. Wie gesagt, das ist völlig in Ordnung, aber dann stehen wir eben auf dem Standpunkt, dass wir dann auch kein Open Source machen, dann möchten wir natürlich auch bezahlt werden, weil das ist genau dieses Ungleichgewicht, was ich vorhin sagte. Es kann nicht sein, dass die einen sozusagen kostenlos ihre Zeit zur Verfügung stellen und die anderen darauf aufbauen und Millionen oder Milliarden verdienen. Jetzt ist die Frage, wie passt das mit AGPL zusammen? Und das ist ganz einfach. Als derjenige, der das Urheberrecht hat oder als der Rechteinhaber, kann man sich die Lizenz ja frei aussuchen. Das heißt, man selbst ist ja nicht an die Lizenz gebunden, weil man ja der Lizenzgeber ist. An die Lizenz sind ja erstmal nur alle anderen gebunden. Das heißt, man dual lizenziert die Software einfach. Man stellt das Ganze zum einen unter der AGPL beispielsweise zur Verfügung, und aber für die Fälle, wo die AGPL nicht passt, bietet man zusätzlich eine proprietäre Lizenz an. Das heißt, die Verwender können sich aussuchen, entweder kostenlos die AGPL lizenzierte Open Source Variante zu nehmen, müssen dann aber eben auch Open Source machen, um die Gemeinschaft voranzubringen, oder sie nehmen die proprietäre Lizenz, die ist dann allerdings kostenpflichtig, und können dann darauf entsprechend auch kostenpflichtige Software entwickeln. Und ich denke, das ist ein relativ faires Modell. Und dieses Dual Licensing, das ist ein relativ gängiges Modell. Das heißt also unterm Strich, dass die AGPL sozusagen nicht exklusiv angewendet wird. Aber das funktioniert natürlich nur mit der AGPL so, weil bei der MIT-Lizenz zum Beispiel die Relizenzierung ja entsprechend erlaubt wäre. So, jetzt stellt sich natürlich am Ende des Tages die Frage, warum sollte man denn überhaupt Open Source machen? Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was ist Open Source, wie funktioniert das, wie sieht das mit den Lizenzen aus? Aber die Kernfrage ist vielleicht überhaupt erstmal, warum sollte man überhaupt Open Source machen? Und genau mit der Frage werden wir uns morgen beschäftigen. Für heute möchte ich mich erstmal bedanken, dass ihr mit dabei gewesen seid. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, und denkt daran, die Glocke zu aktivieren, damit ihr von YouTube über neue Videos benachrichtigt werdet. Und dann wünsche ich euch einen schönen Mittwoch. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund, und dann bis morgen. Ciao!